Hallo zusammen, ich bin der Patrick von der Flugschule Emetten. Die Tage werden langsam kürzer und das Jahr neigt sich langsam aber sicher im Ende zu. Die ideale Zeit, um euch im Gleitschirm einen richtigen Check zu unterziehen. Was genau in so einem Check mit eurem Schirm passiert, was geprüft wird und wie das Ganze geprüft wird, möchten wir euch in folgendem Video kurz ein bisschen näher bringen. Viel Spass beim Schauen! Im ersten Schritt wird die Luftdurchlässigkeit von unserem Tuch geprüft. Das passiert mit einem sogenannten Porosimeter. Das Gerät sucht ein bestimmtes Luftvolumen durch das Tuch durch und misst dabei die Zeit. Wieso ist die Luftdurchlässigkeit von unserem Tuch so entscheidend? Die Strömung an unserem Schirm fließt laminar über das Obersegel hinein. Wenn jetzt unsere Porosität stark abnimmt, entsteht eine Querströmung, die vom Inneren vom Schirm auf die Aussenseite drückt. Das verursacht Wirbel auf dem Obersegel. Die Wirbel drücken unsere anströmende Luft vom Schirm weg, machen unseren Schirm langsamer und die Gefahr von Sackflug und Stall steigt. Im nächsten Schritt wird die Durchfestigkeit geprüft. Dabei gibt es einen kleinen Einstich mit dem sogenannten Bezometer. Es wird mit 600 Gramm am Tuch gezogen und dabei darf kein Riss im Tuch entstehen. Schritt Nummer 3, tun wir die Draggurte und die Leine kontrollieren. Wir achten dabei auf Neigen und optische Verletzungen vom Leinenmantel. Schritt Nummer 4, tun wir die Leine reissen. Von Zeit zu Zeit ist es nachher, dass man gewisse Leinen, die der Hersteller vorgibt, ausbaut, in die Rissanlage einspannt und daran zieht, bis die Leinen abeinander reisst. Mit dem Wert, den wir nachher dann haben, in Kilogramm, ermitteln wir die Festigkeit und den Zustand der Leine. Im fünften Schritt müssen wir die Leine wieder ersetzen. Dabei sucht man aus über 150 Leinentypen, die wir am Lager haben, den richtigen Typ aus, spannen den in unsere Leinenmaschinen ein, wobei die neuen Loops nachher dann genäht werden. Von Zeit zu Zeit überprüfen wir unsere Verneigen überprüfen auf unserer eigenen Reissanlage, dass die den Herstellerangaben perfekt entsprechen. Schritt Nummer 6 ist die Durchkontrolle. Dabei wird nicht nur das Ober- und das Untersegel angeschaut, sondern es wird ein Schirm hineingeschaut und Rippen und die Verbindungsbänder kontrolliert. Im siebten Schritt wird der Schirm auf unserer Leinenmessanlage Laser vermessen und jeden einzelnen Wert von jeder einzelnen Leine wird per Bluetooth ins Programm vom Check übertragen. Anschliessend wird der Schirm im Checkprogramm digital getrimmt, bis er wieder der Herstellertoleranzen entspricht. Als letzter Schritt werden die digitalen Schlaufungen, die wir im Programm gemacht haben, auf den Schirm übertragen. Zum Beispiel wie hier ein Double Loop. Insgesamt haben wir 5 verschiedene Verschlaufungen zur Verfügung, was uns eine sehr präzise Einstellung nach Herstellerangaben ermöglicht. Ich hoffe, das Video war etwas informativ und hat euch einen kleinen Einblick gegeben, wie so ein Schirmcheck genau aussieht und was mit eurem Schirm während so einem Check passiert. Wenn ihr euch das einmal noch live anschauen wollt, dann wäre der 9. Dezember 2017 das ideale Datum dafür. Das ist nämlich im ganzen Engelbergertal Open Doors und auch wir haben am 9. Dezember unser Atelier für das Publikum geöffnet, wo man das Ganze einmal in live anschauen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich euch an den Open Doors am 9. Dezember 2017 im Atelier begrüßen darf. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann.